Hallo, herzlich willkommen bei Haus und Werkstatt 24. Heute unsere angekündigte Reihe, welche Schweißgeräte gibt es bei Haus und Werkstatt 24 oder von der Firma Weldinger. Heute die Sparte WIG-Schweißgeräte, kurz erklärt. Also hier geht es wirklich darum zu zeigen, wie sieht das Sortiment aus, welche Geräte sind dort vorhanden, für wen ist es das, welches ist das beste Gerät für jemanden. Also eine ganz kurze Einführung, sage ich mal, in das Sortiment. Mehr kann das nicht darstellen. Ansonsten, wenn da ein Gerät interessiert, wir haben für viele Geräte ja schon noch separate Videos dort gedreht. Es kommen auch noch einige. Wenn dort noch Bedarf ist, einfach auch nochmal runter reinschreiben einfach. Wir kümmern uns dann darum, dass das dann zeitnah auch gemacht wird. Wir fangen an bei unseren WIG-Geräten, wie gesagt, der DC-Serie. Wir unterscheiden ja die WIG-Geräte in AC-DC-Geräte, also mit Gleichstrom- und Wechselstrom-Schweißmöglichkeiten, wo man auch Aluminium mitschweißen kann, und in die normalen DC-Geräte. Die DC-Geräte sind im Normalfall ein bisschen handlicher, ein bisschen kleiner, weil man eben damit nicht Aluminium schweißen kann und eben diese AC-Funktion komplett weggelassen werden kann. Es fängt bei uns an, und jetzt Leute, die unser Sortiment ein bisschen kennen, die werden sofort erkennen, oh, da fehlt ja was. Es fängt an mit dem WE201. Das WE201 sieht ein wenig anders aus als oder bis vor kurzem. Wir haben auch noch einige Geräte da, die wir jetzt im Moment, das ist eine Serie, die wir auslaufen lassen, die normale 201er Serie. Das wäre das Gerät hier unten. Ist relativ groß, das ist noch von der Technik her so ein bisschen die alte Technik, natürlich auch robust dadurch, aber eben noch die alte Technik mit diesen vielen Drehknöpfen dran. Moderner, besser wird das Gerät ganz sicher sein. Es ist natürlich auch ein kleines bisschen teurer, aber ich denke, der Preisunterschied ist so marginal, dass das eigentlich kaum ins Gewicht fällt. Hier haben wir ein wirklich vernünftiges DC-Gerät, das WE201 PW-DC, also das andere ist das 201P nur, als 200PW-DC. Das ist das Modernste, was im Moment auf dem Markt ist. Es gibt eigentlich in dieser Preisklasse sowieso nichts Moderneres, aber auch von anderen Anbietern, denke ich mal, die in einem sehr viel höheren Preissegment sind, gibt es da auch nichts viel Besseres, sage ich mal. Hier sind eigentlich die Funktionen, die ich normal brauche. Ich habe ja eine Pulsfunktion mit drin. Ich habe eine Hochfrequenzzündung, logischerweise. Ich habe die Liftarc-Zündung und ich habe eine Elektrodenschweißzündung. Im Elektrodenbereich dann auch die VRD-Funktion, dass man eben dann mit niedrigeren Spannung arbeitet, wenn man nicht schweißt, dass man eben, wenn doch mal irgendwelche Kabel verletzt werden, dass man da sich nicht irgendwie Stromschlag kriegen kann, dergleichen mehr. Zweitakt, Viertakt ist vorgesehen. Und ansonsten kann hier, wie gesagt, alles eingestellt werden. Im Elektrodenbereich auch Arc-Force und Hotstart kann auch eingestellt werden. Also auch diese Funktionen sind einstellbar im Elektrodenbereich. Also ein wirklich vollwertiges, hochwertiges DC-Schweißgerät im untersten Preislevel in einer wirklich exquisiten Qualität. Das muss man wirklich sagen. Also hier werden wir auch, das ist zwar sehr neu, wir kennen aber diesen Lieferanten, der macht eine sehr, sehr gute Qualität für uns oder den Hersteller. Und da wissen wir, dass wir da eigentlich so gut wie keine Ausfälle haben werden in Zukunft. Wie gesagt, das 201er, damit fängt es an. 202er, ein kleines bisschen von dem Funktionsumfang her noch etwas besser. Das bedeutet, wir haben bei dem Gerät schon eine Speicherfunktion, eine Jobfunktion, wo man Jobs abspeichern kann. Das ist ein Gerät, was auch schon von Manuel Welding zum Beispiel getestet wurde und er es auch für sehr gut befunden hat. Wie gesagt, viele sagen immer, ja, die sind ja alle gekauft. Das mag sein, dass die sicherlich ein paar Cent auch damit verdienen, wenn sie dann solche Geräte empfehlen. Aber wenn man da völlig daneben liegt, würde sich das sehr schnell rumsprechen. Und also man kann wirklich davon ausgehen, wenn solche Geräte im Internet empfohlen werden, sind die im Normalfall schon okay. Wenn was nicht empfohlen wird, da sollte man dann schon eher vorsichtig sein, weil das ist so der Trend, dass die Leute, weil sie einfach Angst vor Rechtsanwälten und dergleichen mehr haben. Es gibt ja Firmen, die da wirklich prädestiniert für sind. Wenn da was getestet wird, kommt gleich der Rechtsanwalt. Wenn man mal was bemerkt, was nicht ganz so in Ordnung ist, da wird es dann eher nicht getestet oder nicht das Gerät komplett außen vor gelassen. Und das ist, wenn man das weiß als Kunde, kann man sich darauf einstellen. Da kann man sagen, okay, was getestet wird, da sind die mit zufrieden, das ist okay. Die anderen stellen sie halt nicht vor. So einfach ist das.
Das stellt im Moment auch noch keiner vor, aber das ist einfach noch zu neu. Ich denke mal, da werden wir auch noch ein paar YouTuber finden, die dann sagen, ja, das testen wir mal, das wollen wir mal ausprobieren, dass man nicht immer nur von uns die Meinung hört, sondern einfach auch mal von verschiedenen anderen Leuten die Meinung. Aber wie gesagt, hier sind wir sehr überzeugt, ein sehr gutes Gerät. Das auch hat sich, wie gesagt, schon bewährt, haben wir seit einem Jahr auf dem Markt, schweißt sehr, sehr gut. Mit durch die Job-Funktion auch noch mal ein bisschen für Leute, die immer gern vergessen, was hatte ich letztes Mal eingestellt, können sich merken, sagen, Job 1 war eben mein Stahlschweißen, Job 2 war das Edelstahlschweißen und dann hat man das eigentlich auch immer schnell parat, diese eingestellten Funktionen. Jetzt haben wir als nächstes Gerät im DC-Bereich das 205er. Da wir immer wieder, ich will nicht sagen angefeindet, aber immer wieder, ah, ihr habt so viel Geräte, da weiß man gar nicht, was man kaufen soll. Wir werden dieses Gerät im Heimwerkerbereich auslaufen lassen, weil das eigentlich ein Profigerät ist. Das wird es dann nur noch in dieser Form im Profibereich geben. Das 205er, wie gesagt, wird in Zukunft auslaufen. Noch gibt es ein paar Stück, wer die jetzt noch kauft, hat sie dann später, werden sie im Profibereich sicher etwas teurer werden, aber natürlich auch noch mit anderer Ausstattung. Da haben wir dann eben andere Kabel dabei, also wo wir einfach ein bisschen mehr reinbauen, dass da eben der Profi noch zufriedener damit ist. Im Moment noch am Lager, wird noch weiter verkauft, aber wie gesagt, wird in Zukunft als DC-Wickschweißgerät rausgehen, damit wir in dem Bereich dann wirklich mit Zweien, hat man das eigentlich in unserem Bereich erschlagen. Das ist für den normalen semi-professionellen Heimwerker, für den Handwerker selbst auch gute Geräte kann man da gut verarbeiten. Da braucht man nicht unbedingt 3, 4, 5 verschiedene Geräte. Haben wir einsehen müssen. Wie gesagt, das wird es nur noch im Profibereich geben, als schwarzes Gerät dann. Und lassen wir, also sagen wir jetzt gar nichts weiter groß dazu. Wir kommen zu den AC-DC-Geräten. AC-DC ist ja doch so, ich sag mal, vor 4, 5 Jahren waren die Geräte noch so teuer oder es waren wirklich sehr, sehr, sehr einfache, primitive Geräte, die halbwegs bezahlbar waren. So 500, 600 Euro fing das damals so an. Mittlerweile hat sich da viel, viel getan. Wir bieten jetzt das 2003, das WE 2003 AC-DC an für einen Preis von um die 500 Euro. Demnächst wird es wahrscheinlich noch ein bisschen teurer werden wieder, weil wir einfach die Transportkosten aus China mit draufhauen müssen. Das hat sich so explosionsartig entwickelt. Da müssen wir leider ein bisschen nachbessern. Aber hier, wie gesagt, das Einstiegsgerät von uns, das 2003er, auch von unserem, man sieht das von der Optik her schon, von einem unserer besten Lieferanten, die wir haben, wo wir die allerwenigsten Ausfälle auch eigentlich haben. Ein richtig gutes Gerät. Alles, was an Funktionen benötigt wird, ist einstellbar. Wir haben einen Puls, wir haben die Pulsfunktion, wir haben die AC-Frequenzen, kann man einstellen, die Balance kann man einstellen. Also man kann wirklich alle gewünschten Funktionen dort einstellen. Es ist natürlich, wie gesagt, eine Hochentzündung, das ist ganz klar. Zweitakt, Viertakt möglich, AC, DC und man kann natürlich auch Elektrode mitschweißen. Ich meine, die Erfahrung zeigt, dass die wenigsten mit diesen Geräten dann wirklich Elektrode schweißen, aber es ist halt so, dass wir wirklich in diesen Geräten einfach diese Elektronenfunktionen drin haben, damit man einfach, wer möchte, kann es halt nutzen. Es ist auch ein sehr handliches, kleines Gerät, wenn man das mal sieht. Die sind von den Gehäusen her schon extrem klein, von der Bauform her. Und wie gesagt, hier das Einstiegsgerät, was bei uns das Einstiegsgerät in Zukunft sein wird, das WE 2003 PACDC. Ein Gerät, was wir schon länger auf dem Markt haben, wie gesagt, das haben wir jetzt seit ungefähr ein Dreivierteljahr, haben auch schon noch sehr gut verkauft, die Geräte, mit eigentlich so gut wie keinen Ausfällen, wie gesagt. Hier das WE 204P AC-DC Digital, das haben wir ein bisschen länger schon, das ist glaube ich schon seit 3 Jahren auf dem Markt bei uns. Dadurch natürlich auch von den YouTubern, Manuelding, weiß ich, also auch schon getestet worden. Die schweißen auch recht viel damit, das sehe ich immer, wenn sie dann ihre Videos drehen und dann irgendwelche Wickschweiß-Sachen machen, dann haben sie dann oftmals das Gerät oder auch das 202er im Gebrauch und mit denen sie dann wirklich arbeiten. Das ist ein wirklich gutes Gerät, was ausgereift ist, wo wir auch wenig Sorgen mit haben. Da ist eigentlich nicht viel weiter zu sagen. Alles, was man einstellen möchte, kann man einstellen. Das ist, mehr braucht man im Heimwerkerbereich eigentlich nicht. Das sind ja auch wirklich Geräte, die sehr bezahlbar sind. Ja, da gibt es schon andere Anbieter, die da für vergleichbare Geräte mal schnell 200, 300 Euro mehr nehmen. Da liegen wir immer noch sehr, sehr bezahlbar und preiswert.
Als nächstes Gerät, was ich von einem anderen Anbieter wieder habe, man sieht so ein bisschen auch wieder von der Optik her, das entspricht dem 202er so ein bisschen. Das ist auch ein guter Lieferant von uns, der eine sehr gute Qualität baut, mit dem wir auch eigentlich so gut wie keine Ausfälle haben. Das 206er hatte ich eigentlich genommen, weil wir auch immer wieder Lieferschwierigkeiten haben. Wenn mal ein Container sich verspätet oder dergleichen mehr, dann ist es nicht schlecht, wenn man ein zweites Gerät parallel noch anbieten kann im AC-DC-Bereich, weil wenn eins nicht da ist, kann man nichts verkaufen. Deswegen eigentlich das 206er. Die nehmen sich vom Schweißverhalten her eigentlich so gut wie nichts. Beide wirklich sehr gute Geräte. Das hat zum Beispiel der Alulöffel vorgestellt, werden auch viele kennen. Der arbeitet selber auch in seiner Werkstatt mit diesem Gerät, habe ich feststellen können. Ich habe ihn ja mal besucht. Und das ist auch ein Gerät, was er, wenn er dort Schulung macht, immer seinen Schulungsteilnehmern dort empfiehlt, weil er einfach mit dem wirklich sehr, sehr, sehr gut klarkommt und von den Einstellungen her das, was hier eingestellt werden kann, auch völlig ausreichend ist. Auch hier mit einer Jobliste wieder drin, also ich kann ja Jobs einspeichern. Beim Alu-Schweißen noch wichtiger, weil man da doch noch ein bisschen mehr einstellen muss von der Balance her und dergleichen mehr, die Frequenzen und dergleichen. Deswegen hier mit Jobspeicher eine schöne Sache. Das WE206P ACDC. Das nächste ACDC-Gerät, was wir auch schon eigentlich seit Beginn unserer Weldinger Laufbahn, sage ich mal, im Sortiment haben, das WE209P ACDC. Auch ein waschechtes Profigerät, das kann man wirklich nicht anders sagen. Da ist kein Spittel groß dran, da ist auch kein Jobspeicher dran, weil die einfach sagen, der Profi, der weiß, was er einstellt, der braucht keinen Jobspeicher. Das dreht er einmal dran und dann weiß er das oder dann hat er es eingestellt wieder. Das ist ein Gerät, was wir, um ein wenig hier unsere Range in dem Bereich zu verkleinern, so ein bisschen zu schmaler zu werden, einfach um die Entscheidung etwas leichter zu machen für die Kunden, werden wir das auch hier auslaufen lassen. Das wird es auch nur im Profibereich geben, so wie das 205er. Im Moment sind noch ein paar da. Wenn die raus sind, sind die raus. Es wird dann ganz sicher teurer werden, weil wir einfach dort im Profibereich andere Schlauchpakete dabei packen, andere Kabelsätze und dergleichen mehr noch dabei packen wollen. Teilweise längere Schlauchpakete und. Und deswegen wird sich da auch am Preis sicherlich noch was ändern müssen, dass die etwas höher werden. Also wer hier noch kauft und kann hier nichts falsch machen, wenn er das Gerät noch kriegt, auch eine gute Sache. Aber wie gesagt, wird demnächst dann nur noch im Profibereich als schwarzes Gerät vorhanden sein. Wir haben, weil das doch ein recht guter Erfolg war, das WE204, haben wir unseren Hersteller gefragt, ob er nicht auch ein etwas leistungsfähigeres Gerät uns anbieten kann. 200 Ampere, manche sagen, ich hätte gern doch noch ein bisschen mehr Reserve, gerade Alu-Schweißen braucht man ja schon Strom, dass man ordentlich dort auch etwas dickere Materialien vernünftig verarbeiten kann. Da wurde uns dann dieses Gerät angeboten, das WE234P ACDC. Das wird auch sehr gern genommen. Wir haben da wirklich recht gute Abverkaufszahlen auch, wenig Ausfallquote und was immer wieder gefragt wird, hat es denn auch eine Spot-Funktion? Also zum Spotten muss man eigentlich sagen, dieses Spotten, das wird von den bei YouTube, bei diesen Schweißern, die dort die Sachen vorführen, wird einfach gerne gezeigt, weil sie einfach natürlich auch gerne mal was Neues zeigen wollen. Ob man das Spotten jetzt unbedingt braucht bei den anderen Geräten, das muss man sich wirklich genau überlegen. Es ist eher, denke ich mal, eine Randanwendung, die man nutzen kann. Das Gerät hat es, wie gesagt. Ob man es braucht, muss man für sich selber entscheiden. Also ich denke mal, dass das nicht unbedingt so die extrem meiste Anwendungs, das wird nicht am meisten angewendet werden. Also im Normalfall schweißt man doch ganz normal mit seiner normalen Schweißfunktion, mit den normalen Schweißfunktionen und das sollte dann auch gut funktionieren. Wie gesagt, hier das WE234 PACDC, ein Gerät mit 230 Ampere. Und wir haben das ausgemessen, die hat es auch wirklich. Also dann manchmal liegt es so bei 225, je nachdem wie es justiert ist. Aber in dem Schnitt liegt es auf jeden Fall. Also es liegt auf jeden Fall schon weit über diesen 200 Ampere, wie die anderen Geräte dort nur haben. Dann haben wir natürlich gesagt, soll das wirklich bei 230 Ampere aufhören? Nein, haben wir noch ein Gerät, was wir natürlich schon schwarz gemacht haben, weil wir das eigentlich mehr so in den Profibereich ansiedeln wollten. Weil die Heimwerker, die brauchen eigentlich selten 250 Ampere. Deswegen das WE250P ACDC, auch wieder ein Pulsgerät,
Gibt dort auch schon einige Videos im YouTube, die man dort sich angucken kann. Ob von, ich glaube, meine Welding hat es auch schon gezeigt gehabt. Also da gibt es einige, die das schon auch ausprobiert haben und im Normalfall auch zufrieden mit waren. Sicherlich, es wird immer an diesen Geräten auch irgendjemanden geben, der dann auch mal irgendwas, was nicht gefällt. Das ist halt so, mein Gott, wir verkaufen Geräte, die bezahlbar sind, die auch eine vernünftige Qualität haben, eine 5-jährige Garantie haben. Und da kann man als Kunde eigentlich schon mal sicher sein, dass man nicht viel falsch machen kann. Wie gesagt, wer es etwas stärker braucht, das 250er kann genommen werden. Wobei man natürlich immer überlegen muss, brauche ich das, weil der Preisunterschied zwischen dem und dem liegt schon ungefähr bei 300 Euro. Und dann ist die Frage, ob man sich diese 300 Euro wirklich antun muss oder ob man sagt, nee, Mensch, mir reicht eigentlich das Einsteigungsgerät dort, das 2003er. Das hat eine super Schweißergebnisse im normalen AC-DC-Bereich. Und deswegen muss man das für sich selber natürlich entscheiden. So, das wären, wie gesagt, die Geräte, die wir in Zukunft auch weiterhin haben werden. Wie gesagt, vereinzelte Geräte wird es dann hauptsächlich, man erkennt das wie gesagt schon an den schwarzen Farben dann, die wird es dann in schwarz im Profibereich geben. Wir werden hierhin natürlich weiterhin auch hier bei uns verkaufen, auch bei uns im Shop hier vor Ort. Aber es wird, wie gesagt, ein bisschen separat gestellt werden, dass wir sagen, das ist der Profibereich, weil wir diesen Profibereich gerne haben wollten, da wir immer wieder Fachhändler haben, die einfach sagen, wir sind Schweißfachhandel, wir merken, dass uns die deutschen Geräte einfach vom Preis her zu teuer sind für einige Kunden. Es gibt Kundschaft, die einfach sagen, ich bin nicht bereit, 2.500, 3.000 Euro für ein WIG-Schweißgerät auszugeben, wenn ich da sowas im Internet bekommen kann für 600, 700 Euro. Und da müssen sie natürlich auch mehr oder weniger reagieren. Wer nicht reagieren wird als Fachhandel, wird es früher oder später merken, dass eben dann die Kunden dann wegbleiben. Weil wir merken, dass immer mehr Fachleute, also Schweißer, die eben dort in Betrieben arbeiten, wo sie sagen, wir haben Reparaturarbeiten, wir haben, weiß ich, mal 2-3 Stunden was zu schweißen und dann schweiße ich mal wieder einen Tag nicht und dergleichen mehr. Also für solche Anwendungsgebiete sind unsere Geräte sehr, sehr, sehr gut geeignet, da ist gar keine Frage. Und die sind immer weniger bereit, wirklich diese exorbitanten Preise dort auch zu bezahlen. Sicherlich, manche schmücken sich auch gerne mit so einem schönen Namen, der dann da dran steht. Aber wenn man dann wirklich die Geräte mal nebeneinander stellt und man da parallel schweißt, wird man feststellen, und das habe ich ja immer wieder, also wir lassen unsere Geräte ja auch von wirklich Schweißern testen, die eben mit richtigen Profigeräten unterwegs sind. Und die zaubern mit den Geräten dann genau solche Nähte hin, wie sie mit den Profigeräten die hinzaubern können. Und dann ist das natürlich für mich immer ein Beweis, dass die Geräte schon ihre Daseinsberechtigung haben, auch in dem Bereich. Wie gesagt, wir geben ja unsere 5-Jahres-Garantie, dass man erstmal schon mal sicher sein kann, dass er eben nicht im nächsten halben Jahr verreckt. Und wie gesagt, wir haben dort eine Produktvielfalt, die eigentlich alle Bereiche in diesem Segment komplett abdeckt. So, ich bedanke mich. Wie gesagt, wenn vereinzelt noch Fragen sind zu den Geräten, einfach drunter schreiben. Wie gesagt, wir beantworten die relativ zügig. Das ist meistens innerhalb von 5, 6, 8, 10 Stunden erledigt, dass man dann auch seine Antwort bekommt. Oder aber direkt auch bei unserem Service anfragen per E-Mail, per Telefon. Ist immer schwer durchzukommen, weil wirklich sehr viele Anfragen sind, weil wir da doch recht gut Umsätze machen mit unseren Geräten. Deswegen einfach dann melden, sich beraten lassen, weil es ist natürlich im persönlichen Gespräch immer noch mal viel einfacher rauszukitzeln, wo will der Kunde eigentlich hin? Was ist sein Hauptbegehr? Was möchte er wirklich hauptsächlich schweißen? Ich habe viele, viele Kunden schon am Telefon dann überzeugen können, dass eigentlich das WIG-Schweißgerät gar nicht das Richtige ist, sondern dass er eigentlich für das, was sie machen wollen, mit dem Micmac-Gerät viel, viel besser aufgestellt sind. Die waren dann im Normalfall auch sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung. Deswegen, wenn man unsicher ist, einfach wirklich bei uns nachfragen. Wie gesagt, wir beraten da gerne. Das ist immer die sauberste, die einfachste Lösung. Und vor allen Dingen, es wird nicht viel hin und her geschickt. Wir wollen natürlich umweltfreundlich sein. Uns nützt es nichts, wenn jemand sich ein Gerät kauft, das auspackt, sagt, probiert und sagt, ich hätte doch ein Micmac-Gerät nehmen können. Deswegen vorher anrufen, anfragen, anschreiben, runter unter solche Videos, die wir hier machen, schreiben. Und wir antworten dort gerne und beraten da gerne. Wie gesagt, da sind wir eigentlich auch schmerzfrei. Da wird nicht das Teuerste empfohlen, sondern wird das empfohlen, was wirklich für den Kunden das Beste ist. Und ich denke mal, das haben auch viele unserer Kunden schon gemerkt, dass wir hier nicht versuchen, auf Teufel komm raus teure Sachen zu verkaufen, sondern einfach das, was der Kunde braucht. Ich bedanke mich und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch bitte. Abonniert den Kanal, wir freuen uns drüber, wenn wir merken, dass dort immer mehr unsere Videos auch ernst nehmen. Und bis zum nächsten Mal.